Hallo, meine Freunde, mein Name ist Thomas. Und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe schon angekündigt im letzten Statement-Video, ich habe Bock, ein eigenes Dr. Geddon-Format so gesehen zu machen. Vorab will ich sagen, dass diese Formatidee von Broken Thumbs TV kommt. Ich war damals extremst traurig, dass dieses Format nicht mehr kommt, weil die sich getrennt haben. Und deswegen will ich persönlich das fortsetzen. Also vorab will ich schon mal sagen, das Format gibt's schon, aber ich habe es übelst gefeiert, weswegen ich selber einfach mal machen will. Das Geile ist sowieso, das Wetter ist heute übelster Abschaum. Ich meine, guckt euch diesen Scheiß. Yeah, Tomageddon 2017, was geht? Ey, yo, hör mir mal zu, ich bänge deine Mutter und dabei schmier ich mir ein Weißbrot mit Butter. I am the one, the way your son, don't need a gun to get respect up on the street. Smoke weed every day. Okay, jetzt ist meine Cam absolut nass. Ich hoffe, diesmal wasserdicht. So, Freunde, wir wollen gar nicht lange herum. So, Freunde, wir wollen gar nicht mehr lange um den heißen Brei herumreden wie Babybrei Tester. Und ich brauche mal einen langsamen neuen Spruch. Und ich habe mir schon heute eine sehr schöne Seite rausgesucht. Und ich habe mir die erste Frage durchgelesen. Das hat mir schon gereicht. Ich werde sie überspringen. Aber ich denke mal, 21 Fragen sind hier drauf, ob wir alles schaffen werden. Ich weiß es nicht. Aber für die nächsten Folgen könnt ihr mir gerne auf den sozialen Netzwerken mir irgendwelche Linkadressen schicken, wo es lustige Dr. Sommer-Fragen gibt, die Dr. Geddon kommentieren soll. Ich, mit meinem qualifizierten Doktortitel. Ich bin gerade in der 12. Klasse, habe aber schon studiert und bin in Wahrheit Dr. Geddon. Frage Nummer 1. Ich habe meine Schamlippen mit Lippenstift angemalt. Kein Bock mehr. Mir ist etwas Blödes passiert. Für unser erstes Mal wollte ich meinen Freund mit etwas ganz Besonderem überraschen. Deshalb habe ich meine Schamlippen mit Lippenstift angemalt. Als wenn das so eine Zirkusattraktion wäre. Am anderen Morgen hatte ich an dieser Stelle einen Ausschlag, der nicht mehr weggeht. Das ist jetzt schon 2 Wochen her. Was soll ich tun? Ich als professioneller Arzt, meine Friese ist momentan nicht so am Stissel, würde dir raten, zum Dr. Geddon zu kommen. Einer jahrelangen Schamlippen-Lippenstift angemalte Therapie kann ich dir dabei sehr helfen. Ich werde mir das Problem genauestens anschauen und dir etwas raten. Vielleicht solltest du etwas Hautcreme drauf tun. Mein Freund hat eine harte Flasche in der Hose. Ist er Alkoholiker? Seit 2 Wochen habe ich einen festen Freund. Einmal saßen wir auf einer Parkbank und er küsste mich. Dabei legte er seine Hand auf meinen Schenkel und fasste mir schließlich zwischen die Beine. Also griff ich auch ihm zwischen die Beine und spürte dort einen flaschenähnlichen Gegenstand. Kann es sein, dass mein Freund heimlich trinkt? Liebe, wir nennen dich einfach mal Uschi. Uschi, ich kann dir als jahrelanger Doktor mit sehr viel Erfahrung sagen, dass dein Freund in Wahrheit gar keine Flasche dabei hatte, sondern in Wahrheit eine Taschenlampe. Denn du musst wissen, wir Jungs treiben uns gerne nachts herum. Und wenn wir nachts irgendwo rumlaufen, brauchen wir Licht. Und ohne Licht haben wir ein paar Problemchen. Und genau deswegen haben wir immer Taschenlampen dabei. Aber ich habe eine sehr, 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 sehr lange Königskobra immer bei mir dabei. Und das Ganze ist unter meiner Gürtellinie. Glaubt ihr mir nicht? Da. Sieht der Arzt das, wenn man sich selbst befriedigt? Was ist, wenn man sich selbst befriedigt? Sieht der Arzt das? Und wenn ja, sagt er es dann meiner Mutter? Sagt er dazu überhaupt etwas oder stellt er Fragen dazu? Also lieber Fragensteller, der das gefragt hat. Also ich kann es mal so sagen, wenn du das wirklich machst, sieht man eine Aura um dich. Und dieser Arzt wird das sofort sehen und sich denken, boi. Und dieser Arzt hat auch die Telefonnummer deiner Mutter. Du weißt Bescheid. Und wird sie sofort darauf alarmieren, weil das so nicht weitergeht. Also da müssen sie wirklich mal dringend darüber reden. Ist es schädlich, wenn ich ein Tampon im Körper verloren habe? Seit einiger Zeit nehme ich Tampons.
Als ich den Tampon, den ich vor 5 Tagen eingeführt hatte, wieder herausholen wollte, ist das Band abgerissen. Ich bekomme den Tampon nicht mehr aus meiner Scheide heraus. Ich habe das Gefühl, dass er sogar immer weiter hineinrutscht. Was soll ich tun? Ist es schädlich, wenn der Tampon in meinem Körper bleibt? Oder löst es sich irgendwann selbst auf? Also dadurch, dass ich auch Erfahrungen mit Tampons ohne Ende gesammelt habe, kann ich sagen, das wird sich zu 1000% auflösen. Am besten, du probierst es weiter aus und lässt das Ding einfach in deinem Körper. Kann bestimmt nicht schaden. Ich meine, wenn man jetzt von irgendwem attackiert wird und ein Messer im Körper hat, das kann man auch drin lassen. Das verheilt alles. Das Messer löst sich einfach von selber auf. Dass man das noch fragen muss. Kann man einen Kontakt zu einem Oh, hier ist der Französische Thomas und ich werde dir jetzt sagen, dass man ein Kondom zweimal benutzen kann. Als erstes wird man dieses Kondom in die Hand nehmen. Man wird dieses Kondom unter ein Wasser anhalten und dann wird sehr viel Wasser hineinspritzen. Nachdem man das Kondom sorgfältig ausgewaschen hat, wird man dieses Kondom in einen Laden hineinbringen, wo Geramant drin ist, und mit diesem Geramant wird man in dieses Ding hineinpacken. Dann wird man dieses Kondom herumschleudern mit der Zentrifugalkraft und dann irgendwelchen Leuten ins Gesicht klatschen. Nachdem man das gemacht hat, wird man zu sich nach Hause gehen und dieses Kondom in den Backofen tun und dann wird man genüsslich ein Baguette dazu essen. Und nachdem man genüsslich Geramant gegessen hat, geht man in den Garten und wird dieses Kondom in die Sonne aufhängen, damit es schön trocknen kann. Mal ein bisschen Real Rap. Ernsthaft? Weißt du, die Frage ist so gestellt, als wenn man so sowas benutzen könnte wie Socken, dass man wirklich so in eine Filiale geht und dann so in die Sockenabteilung geht und dann direkt daneben die Geramant-Halter sind. Geramant-Halter. Ich glaube, das kann echt Insider werden. Man benutzt nicht mehr das Wort Kondom, sondern man benutzt ab jetzt Geramant-Halter. Kann ich meinen Odin vergrößern, wenn ich ein Gewicht dranhänge? Also, was ich dir echt empfehlen kann, du gehst einfach in ein gelegentliches örtliches Fitnessstudio, wirst dir eine 50-Kilo-Hantel holen und wirst das mit einem Bändchen, mit einem Seil am besten dranhängen und dann probierst du es mal so. Das kann man nur empfehlen. Danach wirst du wahrscheinlich sehr zufrieden sein mit dem Ergebnis. So, Freunde, ich hoffe mal, euch hat die erste Folge einigermaßen gefallen. Ich denke mal, dieses Format werde ich so aufziehen, dass ich mehr auf die Fragen eingehe und weniger Sketch so gesehen einbaue als zum Beispiel in den anderen Videos. Zum Beispiel niveauvolle Kommentare. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch einigermaßen gefallen hat. Wenn dies der Fall ist, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und Freunde, ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye.